Tja, das mächtig Stimmung in der Koalition. Jan Fleischhauer, Kolumnist bei Welt zugeschaltet. Also fassen wir mal zusammen. Am Wochenende behagten sich Marie-Agnes Strack-Zimmermann mit Rolf Mütze nicht öffentlich zum Thema Waffenlieferung. Dann kam Ralf Stegner hinzu, bekam ebenfalls auf die Mütze von Strack-Zimmermann. Schwer was los. Da ist was los, ja. Also die Koalitionspartner sind sie nicht grün. Frau Strack-Zimmermann, immerhin Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, hat Rolf Mützenich, also den mächtigsten Mann nach dem Kanzler in der SPD-Fraktionschef, bezeichnet als Sinnbild aller Verfehlungen deutscher Außenpolitik. Ich würde ihr ja gar nicht widersprechen, aber ich bin Kolumnist und gucke von außen drauf, dass so jemand das sagt über den Koalitionspartner oder einen der wichtigsten Repräsentanten des Koalitionspartners. Das ist absolut außergewöhnlich. Ich bin seit 35 Jahren im politischen Beobachtungsgeschäft. Ich kann mich an sowas nicht erinnern. Beziehungsweise ja, das war dann die Endzeit ja der Regierung Helmut Schmidt, SPD. Schauen wir mal, Stichwort ist schon gefallen, von der Koalition auf die SPD selbst. Wie würden Sie denn deren Zustand einschätzen? Also mich macht es ehrlich gesagt traurig. Also der eine oder andere weiß das ja, meine Kolumnen liest, dass ich aus einem gläubigen sozialdemokratischen Haushalt komme. Ja. Meine Mutter damals wegen Willy Brandt eingetreten, 1967 in die SPD und hat auch immer ihre Sache sehr ernst genommen. Also ich habe eine wirklich formidable sozialdemokratische Erziehung hinter mir. Und die SPD, wie ich sie kennengelernt habe, war halt eine SPD, die für europäische Solidarität stand, für Hilfsbereitschaft, auch in schwierigen Situationen, eine Partei mit einem großen Herz. Und diese SPD, wie sie im Augenblick uns präsentiert wird, ist im Grunde so eine Hintenrum-Partei. Also ein bisschen ängstlich, ein bisschen unehrlich und verlogen und ein bisschen tricky. Und ich finde, das macht also jedenfalls mein Bild der Sozialdemokratie liegt ziemlich in Scherben. SPD, ist das noch eine europäische Partei oder entfernt sie sich immer mehr von Europa? Also gestern war es ja geradezu grotesk. Ich meine, 60 Jahre Élysée-Vertrag wird da gefeiert. Man reicht sich die Hände, es wird die europäische Solidarität beschworen und gleichzeitig treibt diese Bundesregierung jedenfalls die Spaltung in Europa. Also man sieht es ja jeden Tag, also die Stimmen aus Osteuropa werden immer deutlicher. Die Polen haben relativ wenig Verständnis für uns. Wir haben noch ein paar Partner, so ist es nicht auf unserer Seite. Also die Niederländer sehen das ähnlich wie wir, aber jedenfalls sind wir keine einigende Kraft. Und jetzt haben wir es auch noch geschafft, uns mit also dem Einzigen, der uns schützt, den Amerikanern total zu verscherzen. Also die außenpolitische Bilanz jedenfalls des Bundeskanzlers ist im Augenblick nicht sehr prächtig. Der Bundeskanzler. Reden Sie noch ein bisschen mehr über seine Rolle in dieser Zeitenwende. So hat er es ja selbst genannt. Gut, alle stehen ja so ein bisschen vorm Rätsel. Mein Eindruck ist also, er hält sich offenbar für besonders smart und clever. Und manchmal sind ja die gefährlichsten Leute, die sich für besonders clever halten, aber gar nicht so clever sind. Also man wäre ja schon froh, wenn er einmal so ein bisschen an seinen Gedankengängen teilhaben lassen würde. Ich war nie einer derjenigen, die meinte, also dass Politik immer ständig kommunizieren müsse mit dem Wähler. Ja? Das war ja auch so ein Vorwurf mal Angela Merkel, sie rede nicht genug. Aber im Augenblick ist doch mal eine Situation, wo man doch mal gerne wüsste, was ihn abhält. Ich meine, jetzt heißt es, man müsste sich das jetzt genau überlegen, mit den Panzern und welche Situation man komme. Also, dass die Ukraine deutsche Panzer haben will, ist keine ganz neue Entwicklung. Wird ja so getan, als ob das jetzt so eine Augenblicksentscheidung sei. Davon weiß im Grunde die Bundesregierung seit langem. Ich habe am Samstag, ich habe es extra mal mitgebracht, weil ich dachte, das ist ja der absolute Wahnsinn. FAZ, da steht, also ich halte es hier mal hoch, ja, FAZ vom Samstag, dass jetzt der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius prüfen lässt, über wie viele Leopard-Kampfpanzer Deutschland verfüge und in welchem Zustand sie seien. Ich dachte, ich fasse es nicht. Wir sind wir sind jetzt am Ende des ersten Jahres des Krieges und der Verteidigungsminister, besonders die Bundesregierung, muss prüfen, über wie viel Panzer wir überhaupt verfügen und in welchem Zustand sie sich befinden. Ich meine, ehrlich gesagt, wenn das wahr ist, ich weiß nicht, da sitzt ja das größte Sicherheitsrisiko im Kanzleramt. Jan Fleischhauer, recht vielen Dank. Bitte.